Micha, nimm dir mal einen Uli. Dann bring dir mir den Tisch hier rein, ja? Micha! Maar die kan er wel uit ook.
So, liebe Zuschauer, wir warten noch auf eine kleine Siegerehrung. Fast alle Medaillen sind vergeben. Wir warten noch auf die Siegerehrung von der neue deutsche Meistermannschaft und die Vizemeister. Wird gleich losgehen in ein paar Minuten. Die Spieler sind gerade auf Toilette irgendwas machen. Pokale stehen bereit, Medaillen liegen bereit, wir sind bereit, Fotografen sind da, Kameras sind da. Also gleich geht's los zum Siegerehrung, letztes Stück von dieser wunderschönen, tollen Meisterschaft. Bis gleich. Liebe Kollegen und alles, was zu Bootsport irgendwie in irgendeiner Weise verbunden ist, es ist vollbracht. Ich denke, wir haben eine saubere deutsche Meisterschaft hingelegt, mit tollen Spielen, mit tollen Aktionen und gutem Wetter, aber das haben wir so bestellt, das ist egal. Wir schreiten zur Ehrung und zur Ehrung der Sieger. Wir fangen mit Funktions- und Organisationspersonal an, solange noch genug Menschen da sind, die auch applaudieren werden, wenn wir Ehrungen vornehmen, die jetzt nicht unbedingt mit den Spielen selbst zu tun haben. Und als erstes möchte ich nach vorne bitten für das Organisationsteam. Das kleine Organisationsteam möchte ich gerne Michael Weber nach vorne rufen, der wesentlich, ganz, ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass diese Meisterschaft, diese deutsche Meisterschaft durchgeführt werden konnten und dass die so toll gelungen sind und die Vorbereitung letztendlich sehr, sehr professionell geworden ist. Ich möchte im Namen des DPV diese Urkunde überreichen und gleichzeitig die silberne Nadel des Deutschen Pétanque-Verbandes, wenn ich sie denn hier gelöst kriege. Bitte, Michael. Herzlichen Glückwunsch. Im gleichen Zug möchte ich gerne den Projektleiter KA 300 hier sehen. Möchte ich zu mir bitten, Rolf Kindl, ohne dessen Hilfe letztendlich die Sache eventuell sogar geplatzt wäre. Ich möchte Herrn Kindl ehren
Der ist so unbürokratisch und so, ja, liebevoll unterstützt hat, dass ich mich nur auf eine Art bedanken kann. Sie kriegen selbstverständlich auch die silberne Nadel des Deutschen Betonverbandes. Und die möchte ich Ihnen wirklich überreichen, von ganzem Herzen nochmal Danke sagen. So, die letzte silberne Nadel kann ich nicht verteilen, der ist nicht da, leider, aber das kriegen wir dann später im Griff. Vielen Dank an die Herren zunächst. Und jetzt möchte ich, wenn ihr hier bleibt, gerne noch weitere verdiente, um die Meisterschaft verdiente Menschen ehren. Und darunter fallen jetzt zunächst mal unsere vier Schiedsrichter. Ich möchte Sie bitte nochmal nach vorne, zu kommen, damit auch Sie gewürdigt werden. Nochmal dieses Gespann. Ich kann nicht genug betonen, wie hilfreich unsere Schiedsrichter sind, wie sie uns unterstützen und immer wieder für uns da sind. Inzwischen ist es bei allen Bundesspielern angekommen, dass die Schiedsrichter uns unterstützen, uns helfen, uns in den Spielen lenken und leiten und uns einfach das Gefühl geben, wir sind nicht allein. Und deshalb aus diesem Grunde möchte ich, dass ihr die Medaillen empfangen. Micha, verteilt sie mal bitte. Mit einem dicken, dicken, dicken Dankeschön. So, vielen Dank. Wenn ihr genug abgelichtet seid, dann dürft ihr euch jetzt wieder zurückziehen. So, dann möchte ich gerne den Vertreter des Caterings hier vorne sehen. Ohne die Unterstützung, auch wenn wir gestern erst spät das schwarze Getränk bekommen haben, nachdem uns so gedürstet hat, euch möchte ich auch zunächst diese Medaille überreichen und vielen Dank sagen. Vielen Dank. Und ihr kriegt auch, zählt so die mal raus, wie viel seid ihr? Vier Leute, dann kriegt ihr entsprechend diese Buttons noch dazu. Und nochmal unser Dank. Und ich denke, ich rede im Namen von allen, wenn ich sage, das hat geklappt. Das war gut so. Ja. Dann bleibt mir noch zum Beispiel den Alfons nach vorne zu bitten. Alfons Schulzen-Hughes, ohne den das gar nicht möglich gewesen wäre. Der Vater des DM-Teams. Hugo. Hugo. Da möchte ich gerne noch Jochen Hahner sehen. Wo ist er denn? Ah! Da haben wir ein Foto. So, ach, du hast schon deine Medaille umgehängt. Dann muss ich dir aber wenigstens auf die Hand schütteln, weil ich es noch nicht gemacht habe. Es gibt einen, der vergisst sich hier immer. Eine Medaille hat er sich auch nicht mitgebracht. Insofern würde ich dich entweder einladen auf ein Bier und diesen riesen Applaus hier. Vielen Dank an Holger. Danke. Gerührt. Okay, dann geht es weiter. Die nächsten sind das Videoteam. Da möchte ich gerne den Chef von dem Videoteam mal gerne hier sehen, begrüßen.
und auch herzlichen Dank sagen. Ihr habt eure Sache toll gemacht. Ganz, ganz toll. Ihr seid wunderbare Menschen. Ich möchte diese Medaille jetzt umhängen. Wahnsinn. Also, wer die Livestreams gesehen hat heute im Laufe des Tages, wird einschätzen können, was da dahinter steht. Tolle Sache, tolle Moderation. Achim, übrigens, tolle Moderation. Alle zusammen. Wobei ich dann sagen würde, dass wir die Medaille, die letzte, dem Achim einfach aufs Auge drücken. Wollen wir das machen? Ja. Achim, der kommt mal zu mir. Es gibt gewisse Dinge, die kann man nicht annehmen, Holger, bitte. Ich lasse mich nochmal einladen auf ein Bier von dir. Vielen Dank, Holger. Nein, nein, nein. So, da haben, jetzt haben wir den Salat, ne? So war das eigentlich nicht gewollt. Aber es ist okay. So, habt ihr die Pins da auch? Gut. Dann möchte ich jetzt zur Siegerehrung schreiten. Zur Siegerehrung des Deutschen Meisters und des Deutschen Vizemeisters im Triplett 2015. Und eine ganz besondere Ehre ist es mir, einen Weltmeister, fünffachen Weltmeister, zu uns zu bitten. Es ist ein Wahnsinn. Und uns helfen, die Pokale zu überreichen. Didier, kommst du zu uns? Dann würde ich gern sehen bei uns den Vizemeister des Deutschen Petanque Triplett 2015, die Mannschaft aus Baden-Württemberg mit Jean-Luc Testas. Jonathan Albiger und Hessen vorne. Christian Prosat. So, ich denke, hier wurden Leistungen gezeigt, die also wirklich bilderbuchmäßig waren. Wir haben schöne Dinge gesehen, wo man viel, viel drüber auch nachdenken kann, wo wir persönlich uns viel mitnehmen können für heute Abend. Und nochmal das Ganze, wenn wir das Revue passieren lassen. Tolle Aktionen, vielleicht im Nachhinein sogar bewundern können. Vielen, vielen Dank euch drei. So, und jetzt ist es soweit. Wo sind sie? Zu Christian. Wir haben keine deutschen Meister. Sie sind uns verschütt gegangen. Wir kommen gleich zu sechs. Sascha. So, es ist schon geklatscht worden, also müssen wir das nochmal machen. Sascha von Pless, Dominik Zuropa und Mika Überding. Das sind die Meister 2015, Sympathieträger, mehrfach ausgezeichnet in den Disziplinen. Wunderbar, ich gratuliere euch. Und bitte empfangt
Bayern-Pokal jetzt aus begnadeten Händen. Nein, wir sind noch nicht ganz fertig. Wo ist die Nadel? Ich habe nur noch eine übrig. Ich gestehe euch zu. Ich übergebe sie jetzt dem Sascha, die silberne Ehrennadel. Ich verspreche hoch und heilig, ihr bekommt sie in den nächsten Tagen zugeschickt. Die zwei, die mir jetzt fehlen, die ich ausgegeben habe schon. Ich denke, wir können mit diesem Kompromiss leben. Verzeiht. Natürlich, auch ich schütte euch mit Pins zu. Das ist doch überhaupt kein Thema. So, halt Sascha, du sollst auch noch einen haben. So. Also, nochmal, wir sind stolz auf unsere deutschen Meister 2015. Vielen Dank. Und ihr habt das Ambiente und uns sehr bereichert. Ihr Lieben, das war's dann.